Einen habe ich jetzt noch vor dem Video, keine Sorge, die Facecam ist in jedem Fall an. Nur ich habe es jetzt erst gesehen, dass es ein optionales Update wohl gab, wo man jetzt mit der Registerkarte MyClan hier in das Warlock reingucken kann. Und ihr seht das hier oben, man kann jetzt endlich wechseln. Classic War League. Und dort sieht man dann auch eine Kachel oder halt einen Hinweis, dass man die erste Season hier gespielt hat und wie man sie abgeschlossen hat. Grün heißt dann wahrscheinlich erfolgreich, das heißt erfolgreich nach oben oder so geblieben. Ich denke mal, wenn man absteigt, dann wird hier das Ganze, der ganze Eintrag rot sein. Das sei nun mal gesagt, es ist mir jetzt erst im Nachgang aufgefallen, weil ich gerade am Handy geguckt habe und habe mich gewundert, dass ich da die Kachel habe. Also jetzt geht das Video in jedem Fall los, auch mit Facecam. Viel Spaß dabei. Ja, jetzt sind wir gleich live dabei. Also, willkommen bei mir, dem Thorsten im Clan, Herausforderer, also im dem Community-Clan. Und mal gucken, wie der Puma sich hier schlägt. Ich bin jetzt gerade so live reingekommen, mal wieder Aufnahmeknopf ganz, ganz hastig gedrückt. Und ja, passt eigentlich alles ganz gut. Ich war gerade noch so ein bisschen am Ausrichten und habe gedacht, hey, du machst mal eine Aufnahme. Denn es ist ja aktuell, die Liga hat angefangen und ich habe mich auf jeden Fall über die vielen, vielen Posts in den, oder also Post-Kommentare unter dem letzten Video von gestern gefreut. Auch natürlich, dass Izo auch etwas dazu geschrieben hat, was ich sicherlich, entweder habe ich es verpennt, ich habe es tatsächlich nicht gewusst, aber er hat das schon richtig auf den Punkt gebracht, muss ich sagen. Denn auch ich habe das natürlich gestern schon gesehen, dass unser Gegner zwar oben zwei Zwölfer und einen Zehner hat, aber ihr seht das hier, 8 auf 8 mit Drachen. Okay, Rathaus 9 auf Rathaus 9 mit Drachen ist jetzt nicht unüblich, aber die Luftabwehren waren hier wirklich low und er hat den Nagel schon so ein bisschen auf den Kopf getroffen. Also unser Matchmaking ist hier überhaupt nicht gegen uns, muss man so sagen. Die drei oben sind in Ordnung, aber ich hätte hier ganz locker auch Achter mitnehmen können, teilweise sogar ein Siebener oder ein Sechser, denn unser Gegner, ihr seht das, wir sind jetzt schon auf 33 Sterne, wir arbeiten uns von unten nach oben hoch und der Gegner selber hat bisher erst keinen Stern bei uns gemacht, 7 auf 7. So ähnlich habe ich es auch befürchtet. Ich meine, die hier oben, die drei, die werden hier loslegen wie die Teufel, das ist gar keine Frage, zeige ich euch gleich die Basis, aber hier unten, wir gehen einfach mal rein. Ich konnte sie ja gestern noch nicht zeigen, aber ich habe schon so eine Vermutung gehabt. Und wir sind only R9. Und ich habe, glaube ich, die nettesten 15 erstmal mitgenommen hier, die ich gefunden habe. Und also wie gesagt, Izulak ist schon richtig. Das Matchmaking ist nicht unbedingt gegen oder für uns. So, was haben wir hier? Oh, ich habe noch einen Live. Oh, bestens, bestens. Nochmal einen Live. Dann gucken wir uns auch den an. Oh, mal gucken, vielleicht fehlt ja auch einer. Wäre natürlich jetzt schade. Keine Frage. So, entschuldigt bitte. Ich mache mein Mikro mal ganz gerne leise, wenn ich mal husten muss. Aber ich sehe gerade, das, was ihr vielleicht nicht so seht, wenn ich ein bisschen näher reingehe. Vielleicht, ich habe eine Entzündung hier im Kiefer. Was nur so ein bisschen Druckschmerz erzeugt. Also ich habe dort, vielleicht habe ich dort einen kleinen wackeligen Zahn. Ich weiß es nicht genau, aber es tut überhaupt nicht weh. Es ist einfach nur dick. Es kann aber auch davon kommen, dass immer wenn ich anfange, eine Erkältung zu bekommen, dass genau die Viren dann in mein schwächstes nicht Glied, sondern in mein geschwächtes Körperteil geht. Das könnte im Moment der Kiefer sein. Oftmals ist es aber meine Schulter hier, denn ich hatte einen Schlüsselbeinbruch vor Jahren. Also es ist schon wirklich sehr, sehr lange Jahre her. Und wenn ich eigentlich so eine Entzündung kriege, also die Erkältung kommt nicht, aber die Entzündung geht irgendwo hin, dann kann ich meinen linken Arm überhaupt nicht bewegen. Da muss ich mal viel Salbe haben oder so ein paar Elektroschocks. Spritzen nehme ich grundsätzlich, lehne ich dankend ab. Und aber auch 6 auf 6 hier, damit dürften wir, glaube ich, bis zur 4 jetzt oben sein. Aber ich glaube, man sieht das doch so ein bisschen. Ich wollte erst die Cam auslassen, aber ist jetzt, glaube ich, auch egal. Wenn sie einmal an ist, dann läuft sie. Also bis zur 4 haben wir das Ding hier oben schon geschaukelt. Auch hier 4 auf 4, jetzt geht es darum, den 10er und die beiden 12er oben zu machen. Wir haben noch zwei, da haben wir, glaube ich, noch exakt 3 Angriffe. Das gucken wir uns dann sicherlich mal ein bisschen genauer an. Also hier, erster CK,
denke ich mal, ist ein kleiner Glückstreffer für uns, denn die nächsten werden etwas schwieriger. Aber trotzdem habe ich mich hier heute dazu entschieden, so ein bisschen zu rotieren. Wir sind ja hier so gut wie fast only R9, also unten sind auch 8er und 6er, okay. Ich hätte jetzt auch 2 8er mitnehmen können, wenn nicht sogar 3. Und es hätte immer noch gereicht, weil die Leute, die ich hier jetzt, glaube ich, in dem Clan habe, die sind jetzt schon seit den ganzen CWs dabei und so ein bisschen, ich meine, man lernt sie nicht kennen, aber man lernt sie im Spiel kennen und man weiß, ich nenne es mal so, sie sind zuverlässig, sie machen ja Angriffe, auch wenn sie manchmal ja gar nichts sagen, außer ihre Forderung. Die machen halt genau das, was man von ihnen verlangt. Schöne Angriffe, 2 CKs, ich meine ein bisschen Chat-Aktivität. Der eine macht es halt ein bisschen mehr, der andere hat auch ein bisschen weniger Zeit, mal ein Stündchen hier rumzuquatschen. Ich habe hier festgestellt, abends haben wir einige Zeit, mal sich so ein Stündchen hier um die Ohren zu schlagen. Und ist eine ganz nette Runde geworden. Aber ich habe es heute auch tagsüber so gut wie nicht verfolgen können. Bin dann auch abends erst rein, habe dann erstmal ein bisschen gecheckt, was muss er eigentlich machen und wie fangen wir das Ganze an. Also, so wie ich das jetzt auch gesehen habe, hat der Clan-Leader den ganzen nächsten Tag eigentlich noch Zeit zum Wechseln. Ich schreibe das immer in einer Ingame-Mail, wen ich denn rein und raus nehme, damit auch gleich die Clanbogen wieder befüllt werden. Also bitte dran denken, dass wenn der nächste Clankrieg läuft oder der eine Clankrieg läuft, gleich im nächsten die Burgen schon befüllt werden können. Und dann kriegen wir das sicherlich hier oben auch hin. Wir gehen nur mal kurz in die 12er Bases rein. Das Coole ist, ich glaube, die haben sich auch gleich von Anfang an aufgegeben, denn in keiner Clanburg sind Truppen drin. Ihr seht es 0 von 40 und so ein bisschen kann man sicherlich über diese Seite hier Richtung Rathaus vielleicht machen. Vielleicht auch von der anderen Seite. Hier ist ein Multi-Inferno, schöner Queenwalk hier, mit so ein bisschen Beiwerk, schön gefunnelt. Müsste man auch hinkommen. Okay, es ist ein 5er Rathaus. Ich meine, wenn die Truppen dann da sterben, ist auch nicht schlimm. Der Stern ist ja dann da. Also muss man es ja sehen. Ich muss nicht weiterkommen. Oder wir müssen nicht weiterkommen. Und so ähnlich sehe ich das bei dieser Base auch. Die ist jetzt von der restlichen Verteidigung RH8, RH9 Niveau. Auch da müsste man ja irgendwie in die Mitte kommen. Auch mit den Truppen, die wir haben. Da lassen wir uns sicherlich was einfallen. Der 10er hier ist sicherlich, da sind sicherlich 2 Sterne drin. Mit 2x Single Target Infernos hier. Also mit Bola Hexen hätte ich fast gesagt, über so eine Ecke hier, über so eine Kante. Also lieber über so eine gerade Kante als letztlich über so eine Ecke. Er hat auch noch gar nicht alle Mauern. Also ist das eine Rathaus 9 größenmäßige Base. Hier kann man, ich meine, man braucht ja nicht mal locken. Er hat nicht nichts in der Clanburg. Also irgendwie, hier gehen sicherlich 2 Sterne mit netten Prozenten. Keine Frage, denn auch das ist Rathaus 9 Dev. Okay, hier ist ein bisschen, hier schon mal ein Kanönchen auf 10 und er hat nicht mal einen dritten X-Bogen, sondern hat einfach nur 2 Level 3 Infernos hier und da muss man jetzt nicht so super Angst vor haben, wenn man den Rest der Base betrachtet. Also durchaus machbar hier. War uns aber ein bisschen bewusst, der nächste CK wird erst was knackiger, aber wie mache ich das eigentlich? Also wenn ich jetzt in den nächsten reingehe, auch das habe ich ja jetzt zum ersten Mal gesehen, weil ich ja überhaupt kein Leader irgendwo anders bin. Ich bin ja nur hier Leader. Und hier kann man also die Member changen, also man kann einfach mit dem In-Out-Prinzip hier die Leute durchtauschen. Und das habe ich auch schon getan, wir haben jetzt 4 Stück ausgetauscht. Ich versuche das Ganze so ein bisschen, ich ziehe euch das mal rein hier. Ich versuche das so ein bisschen in so einer Textdatei zu machen, denn irgendwie muss es dir ja merken. Also ich habe mir erstmal die CK-Teilnehmer jetzt gemerkt und wer jetzt im ersten CW dabei ist und dann erstmal die neuen Teilnehmer im zweiten. Dafür sind natürlich 4 hier oben rausgegangen. Ich selber lasse mich hier auch draußen und so kann man sich das Ganze so ein bisschen merken, zumindest ich. Oh nee, das war das verkehrte Bild, was ich schieben wollte. Ich wollte eigentlich das Bild schieben, aber das kann ich auch einfach. Ich blende das Fenster einfach mal aus, ist glaube ich am einfachsten. Und so kann ich mir das so ein bisschen merken. Also ich will hier jedem so ein bisschen gerecht werden. Ich hoffe, das ist auch dem Clan hier recht, bevor es dann hier böse Worte oder böse Zungen gibt, was ich jetzt nicht glaube. Das glaube ich nicht wirklich. Haben wir hier eigentlich noch einen. Na, wir haben keinen. Hier unten haben wir leider keinen Neuner mehr. Ich glaube, da oben waren es das auch schon mit den Neunern, die wir da machen mussten. Also der Rest ist hier dann auch Rathaus Level 8, auch komplett ohne Clanburg. Da brauchst du, du musst dir gar keine Gedanken machen, wie und welche CB muss ich freezen hier. Du kannst einfach so angreifen, nimmst dir vielleicht den Helden, der jetzt auch schon weg ist. Wo ist denn der gegnerische King hier? Hat der gar keinen? Doch, der wird doch einen gegnerischen King haben, oder? Oder bin ich jetzt ganz verdudelt? Da muss ich gleich nochmal reingucken.
Ach, der steht da außen schon. Jo, der steht da hinten außen schon. Jetzt sehe ich es, da hinten ist er schon. Okay. Ja, Go Vibe, ne? Go Vibe, Rathaus 9 gegen Rathaus 8 mit den 7er, sind das 7er? 8er Mauern? 8, 9, 10. 8er Mauern sind es, glaube ich, ne? Das geht ganz gut hier. Da beißen die sich ganz nett durch. Und so wirklich die Gegenwehr kommt hier nicht wirklich. Ist also nicht so schlimm. Der Ezo hatte recht. Das Matchmaking ist zumindest in dem ersten CW hier für uns. In den nächsten CWs sieht es etwas anders aus. Da wird sicherlich etwas mehr vom Gegner kommen. Aber mal sehen. Ich rechne mir trotzdem so ein bisschen ein paar Chancen aus. Wir kriegen ein paar Marken. Sechs Marken bekommen wir hier pro Stern. Was finde ich ganz gesund ist. Denn hier sind etliche Neuner dabei, die brauchen auch wirklich nicht mehr viel. Die sparen sicherlich für den nächsten Level. Wer weiß, dass er Rathaus 9 bleibt, der spart so wie ich auf die Statue. Ich will nur die Statue haben, aber ich möchte gerne euch, also die hier jetzt in den Clankriegen dann teilnehmen, natürlich hier kämpfen lassen in dem ersten und zweiten Clankrieg und auch in den dritten, vierten. Muss ich mal gucken, vielleicht schalte ich mich das Wochenende wieder ein. Fand ich aber sehr, sehr gut. Alle haben hier sauber auch geplant, natürlich auch ein bisschen geübt. Jetzt haben wir gesehen, okay, der erste ist für uns. Danach wird es etwas knackiger. Ist einfach so, aber sei es drum. Wir nehmen das so, wie es kommt. Die drei hier oben kriegen wir irgendwie, kriegen wir da noch ein Sternchen rausgepickelt. Das weiß ich. Ich meine, wir haben jetzt noch drei Angriffe, glaube ich, über. Der Alex hat noch, also meine Wenigkeit, Ivan und Klaus Kinski. Und wir drei sind nicht unbedingt die schlechtesten Angreifer. Muss man dazu sagen. Und auch, glaube ich, nicht die schlechtesten Accounts mit 26, 22. Ich gucke mir nur die Helden an, weil der Rest ist sowieso durch. Und oben, ihr kennt den Alex, 30, 30. Also weit weg sind die auch nicht. Wirklich gute Geschichte hier. Alle haben hier angegriffen. Das finde ich sehr, sehr respektvoll, muss ich sagen. Also ich kenne die Leute ja hier auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, Penta jetzt vielleicht einer, den ich mit reingenommen habe. Ich habe erst gedacht, der Bayern hier macht nichts, weil er jetzt neu noch ganz, ganz am Ende reingekommen ist. Ich habe ihn aber trotzdem mitgenommen. Aber alles gut, alles tutti. Also saubere Planung hier. Plane ich eigentlich noch mit dem, was... Ja, komm. Noch ein bisschen RH8-Geplänkel hier. Ich muss auch mit dem hier noch das Event spielen. Ich weiß, er denkt auch, oh, der Toto, der spielt hier 8 Tage das Event und auf den letzten 12 Stunden, da fällt ihm ein, oh, der ja auch noch. Ja, ist so. Aber ich mache es mir auch ein bisschen einfach. Ich nehme mir mal so welche mit hier. Irgendwie kriege ich die hier. Jo, so ein paar Prozente hier außen. Also ich nehme jetzt auch, normalerweise könnte ich mir auch sagen, komm, ich hau hier die 7er weg. Aber dann, so einer bin ich denn doch nicht. Ich bin dann doch nicht so einer, der sich hier sagt, ich hau die Kleinen weg, nur um mein Event hier zu spielen. Ich nenne es mal so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Fairplay. Ein ganz kleines bisschen, ja. Also ein ganz kleines bisschen Fairplay bleibe ich. Und die Kleinen sollen wachsen. Und an dem Wachstum möchte ich jetzt nicht beteiligt sein, dass die das nicht mehr so richtig hinbekommen. Also gehe ich lieber auf so ein paar Achter, die so in meinem, also in meiner Range sind. Das ist völlig in Ordnung. Wir müssen hier nur gewinnen, mehr nicht. Ich muss hier nur das, entweder kriege ich das Rathaus oder ich kriege genug Prozente. Eins von dreien wird sicherlich sein. Hier außen lassen wir jetzt mal noch die Magier mitlaufen. Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen mehr Mauerbrecher mitnehmen, weil ich immer noch zusätzliche Riesen der Kleinburg habe. Das war es jetzt schon hier. Also ganz easy peasy. Nichts Wildes. Nur noch gewinnen hier. Die Truppe ist auch schnell gebaut. Aber 150 Gems. Ich meine, morgen, wenn ihr das Video seht, ist das Event vorbei. Dann ist es zu spät, dass ich es euch gesagt habe. Macht das Event hier, 150 Gems. Ganz, ganz einfach verdient. Wir lassen ihn ja mal durchlaufen. Er ist wahrscheinlich entweder, ja doch, ich glaube, es ist ein inaktiver. Nichts in der Clanburg und ich glaube, die Minen und Sammler waren jetzt eben ziemlich voll. Aber mit dem Kollegen Chefkoch hier geht es auch nur noch irgendwann auf Rathaus 9. Aber ich möchte noch ganz gerne mit dem Achter hier ein paar mehr Sterne machen. Der hat noch ein bisschen wenig, also so auf 5, 6, 700 Sterne würde ich den gerne bringen, bevor ich mit dem dann auf 9 gehe. Weil mir ja auch so ein Rathaus 8 hier schon ganz nett Spaß macht, muss ich sagen. Immer wieder. Oh, die kommen hier noch richtig weit rum, aber ich glaube, jetzt ist Feierabend. Das sind 2 Sechser, glaube ich. 2 Sechser, 7er, 6er, 5, 6, sie gehen auf 6, Rathaus 8. Da kommen die nicht mehr durch. Passt, ein paar Pokale. Ich will mit den paar Pokale machen, ja. Denn ihr habt es, glaube ich, die Tage gesehen schon. Der war noch nicht in der...
Wo war er denn noch nicht? Der war noch nicht, der war noch nicht. Der war noch nie in der Kristallliga. Selbst mein Siebener war da schon drin und mein Sechser auch. Nur der noch nicht. Okay, das kriegen wir hin. Also, erster Ligastart. Planung ist alles. So Planung hieß das ganze Ding ja hier. Also, ich glaube, wir haben ganz gut geplant. Ich hoffe, die Planung geht ein bisschen weiter. Nochmals vielen lieben Dank für die tollen Kommentare unter dem Video von gestern. Hat mich wirklich, wirklich gefreut. Ich meine, ich reg auch ein bisschen dazu an. So soll das eigentlich auch sein, dass ich oder dass wir zusammen kommunizieren, interagieren. Ich habe dann auch noch ein anderes Foto in den Community-Tab reingeballert, habe da auch mal eine Frage gestellt. Kommen wir sicherlich auch noch zu. Aber erstmal bleiben wir hier bei Clash of Clans bei. Und diese Miniserie hier, so ein bisschen aus der CWL bei den Herausforderern, ist ja auch für mich was Neues. Deswegen kommt natürlich erstmal, ich hatte es auch gestern gesagt, etwas mehr Content ruhig von hier. Es wird auch Content kommen, wo wir richtig auf die Backe kriegen. Da seid gewiss. Wann das natürlich kommen wird, jetzt melden sich gleich alle ab, wenn die das Video sehen. Ich will doch nicht mehr mit. Nein, ganz so schlimm wird es nicht. Also bis dahin, euer Toto. Clasht. Und jetzt muss ich, glaube ich, meine Wange erstmal ein bisschen beruhigen.